Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Jetzt der zweite Teil am Freitag. So, ich habe mal ein bisschen geschummelt. Ich zeige euch das. Ich habe einfach mal das Spiel laufen lassen und den Katalog aufgemacht. Und dann ist es nicht mehr lang. Dann haben wir 24 Stunden kein Tier getötet, wenn wir nichts platt reiten. Dann habe ich vorhin gesagt, wir müssen nach Strawberry. Das ist natürlich falsch. Wir düsen gleich erstmal nach Valentine, verkaufen die Kräuter. Macht der jetzt hier? Na, das macht er. Das haben wir nicht gesehen. Sonst müssten wir ja so ein Kottütchen holen. So, der Kollege hat nichts zu tun. Dann bestellen wir jetzt die Vorräte. Weil nicht, dass wir da irgendwie mit Wölfen in Berührung kommen. Dann ist es nämlich vorbei. Mit 24 Stunden kein Tier getötet. So, wir spenden mal ein bisschen was. Denn wir brauchen ja insgesamt 20 Spenden heute. Da kann auch mal was von weg. Was haben wir hier? Truthahnfedern. Auch kein Mensch. Rabenfedern. Weg damit. Ein paar schlechte Felle, das wäre es jetzt. Ach, hier, genau weg. Fasanfedern. Weg. Na, Löfflerfedern behalten. Da haben wir schon 20 Spenden erledigt. Dann geht es jetzt nach Valentine. Kräuter verkaufen. Wir müssen ein bisschen die Zeit totschlagen. So. Während ich hier die PlayStation ablaufen lassen, habe ich noch schnell einen Short aufgenommen. Höre ich da eine Tarotkarte? Und das erst hochgeladen. Und deswegen lief die einfach weiter. Da liegt die Karte. Und dann konnte auch der Schwarzgebrannte produziert werden. Aber jetzt verkaufen wir erst die Kräuter. Dann geht's zur Schwarzbrennerei. Da müssen wir ja mit dem Wagen aufpassen, dass wir nichts platt fahren. Hell is your problem? Bleibt mal alle ganz locker hier. How about you take that off before we have any trouble? I got no problem bringing you in. Verärgerung? Ach so, weil ich die Maske auf habe. Ah, I remember that face. My medicine's been keeping you healthy, I trust. Feel free to browse. Well, let's see what you got. Ach, das gibt's an jeder Ecke. That's a deal. All right. You got more of those? Okay then. One more? Why not? So, erledigt. Hank. You keep this up, you'll find yourself in a cell. Partner. Der hat doch Bock auf Stress hier. Was ist das denn? Gesucht Gesetzloser, weil ich die Maske auf hatte? Ich glaube, es geht los. Da hat er uns verpetzt, oder? Hinterher. Ich wollte doch keinen Stress. Naja, reite ich irgendein Tier platt. Was ein Theater. Das Pferd hier füttern. Und ich hatte gedacht, wir machen uns einen ruhigen Freitagabend. Das war wohl nix. So schön. Kopfgeld kassiert.
So muss das sein. Hör ich da ein legendäres Tier? Ich höre das doch. So, das ist hier irgendein Hirsch. Den ignorieren wir jetzt aber. Denn wenn ich versuche, den zu bekommen und reite dann hier irgendeinen Vogel, Hasen oder sonst was platt, dann haben wir das Theater und das wollen wir ja nicht. So, wir reiten mal eben da oben zu dem Baum, um zu gucken, ob da noch eine Pfeilspitze ist. Da ist es. 24 Stunden lang kein Tier getötet. Besser geht's nicht. Jetzt können wir wieder Gas geben. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal eben den Schwarzgebrannten weg. Schade, da ist heute nichts. Das wäre es gewesen. Auf geht's. Und dann gucken wir mal eben, ob wir da wieder noch einen bevorzugten Käufer haben, dass wir da nochmal richtig Kohle kassieren. Naja, die andere Pfeilspitze. Ja, da bin ich gespannt. Na, wir haben keinen. In 12 Minuten wird das hier zurückgesetzt. Die warten wir dann natürlich noch ab. Dann holen wir uns erst die Pfeilspitze. Ist ja kein Ding. Das können wir ja machen. Und ich habe es ja schon mal gesagt, wenn wir jetzt die neuen Rollenherausforderungen mal nicht schaffen, da geht die Welt ja auch nicht von unter. Ich markiere das mal eben. Kopfgeld. Weil ich die Maske auf hatte. So eine Frechheit hier. So weit ist es ja nicht. Aber laufen werde ich das auch nicht. Das Zeug hier. Ach, ich bin ja doch gar nicht bei Wildblumen. Hier bin ich doch. So. Genau da ist das dann. So, dann machen wir mal in dieser Gegend auch eine Karte für Wildblumen offen. Aber jetzt wird's Wetter ja richtig alle hier. So.
Da und da, das ist in Ordnung. Und da, das kriegen wir hin. War das jetzt taktisch auch klug oder habe ich wieder nicht aufgepasst? Nö, das ist schon in Ordnung. Können wir das eben abhaken hier. Da ist es schon. Können wir direkt... Oh, das ist natürlich... auch eine super Sache. Denn wir sollen ja von gegnerischen Nichtspielercharakteren sollen wir ja, ne? War doch so, oder? Ja. Dann hauen wir uns mal eben wie immer das hier rein. Machen die Jungs mal im Platt hier. Hey, you can't be here. I'm gonna enjoy killing you, hijo de puta. Ja, das Pferd findet das natürlich nicht so toll. Ist ja was? Dann steige ich da ab. So viel besser. Oder hier einfach mal die Rambo-Nummer, die man früher gesagt hat, oder? Oh. Genau treffen. Was ist er denn da? Soll ich erstmal mir abrippen. Der Nachschub kommt. Haben die nichts dabei? Das gibt's doch nicht. Ach, bleib locker dahin. Sag mal. Ah, wir nehmen doch lieber die andere Knarre. Jetzt hat er mich gleich. Wieder nie aufgepasst, ne? Warum haben die hier nichts dabei? Also gar nichts. Ich brauche doch nur das ein oder andere Sammlerstück, Kollegen. Mehr ist es doch nicht. Tja, schade, schade.
Oder? Der Kollege ist aber weit geflüchtet, oder? So, er schafft's doch darauf. Ja, dann. Nächste Blume. Da oben ist sie. Dann düsen wir zur Schwarzbrennerei. Und vielleicht müssen wir dann sowieso da hinten zu dem kleinen See, zu der Hütte. Aua! Ich hätte vielleicht erst was, also im echten Leben erst was essen sollen, bevor ich hier den zweiten Teil aufnehme. Schwindel hier. Also das hier ist sowieso nicht meine Lieblingsgegend, wie ihr wisst. Hier kenne ich mich auch nicht so gut aus. Hier bin ich möglichst selten. Das Ding. Da ist er. Oh. Das gehört. Das könnte das Tierchen sein, was wir brauchen. Gila-Tier oder wie das hieß, ne? Merkt man das ja auch nie. Nein, das ist ein Gürteltier. Da ist es. Nee, auch Gürteltier. Ach, es gibt's doch nicht. Was ist da wieder los? Okay. Ja, dann. Vielleicht gibt es da ein paar Sammlerstücke. Die sind hartnäckig. Ich sollte mir vielleicht doch mal angewöhnen, die Fähigkeitskarten vorher zu ändern. Da habe ich aber irgendwie nie Lust zu. Und Mais geht's ja auch so. Nur heute nicht. Da, jetzt ist passiert. Gerade von gesprochen. Das war bestimmt hier der letzte. Ja, klar. Wo ist denn der Kerl? Es war der letzte. So, jetzt hoffe ich mal, dass die irgendwas dabei haben hier. Aha. Wo habe ich jetzt drauf gedrückt? Was esse ich denn jetzt?
So, das geht ja noch. Was ist denn hier? Der leuchtet doch. Oh, habt ihr das auch gehört? Was ist das? Ja, ich sollte eigentlich weiter plündern, ne? Aber jetzt überschlagen sich ja hier förmlich die Ereignisse. Den kenne ich nicht. Hier komme ich nicht hoch. Ich hatte gehofft. So. Wo ist jetzt die Fährte? Wo bin ich denn? Ja, ne? Ihr kennt das. Man hat das eine vor und das andere passiert. Aber den... Dass ich mir da jetzt nicht durch die Lappen gehen hier. So. Kenn ich nicht. Achso, ich dachte, wenn ich jetzt hier gedrückt halte, komme ich. Ich zeige es euch mal eben. Jetzt bin ich ja hier. Das war mir ja zu viel des Guten. Ah, hier gibt's irgendeinen legendären Widder. Ob Pferdchen, jetzt bleib locker. Ja, dann. Ab zur Schwarzbrennerei. Denn da haben wir ja den Großwildjäger um die Ecke. Ich merke schon, es werden drei Teile. Ja, aber das, also können wir uns ja nicht durch die Lappen gehen lassen hier. Plötzlich taucht da so ein Widder auf. Also, ist ja irre. Da muss man ja zuschlagen, ne? Da kann man ja nicht Nein sagen. Der Spieler in der Nähe, da habe ich ja gar keinen Bock drauf, das kann ich euch so sagen. So, da ist er. Ja, den verschnacken wir. Okay, then, let's take a look. Und dann schauen wir mal direkt, was gibt's da für ein Mäntelchen für. Good choice. Ja, steht uns auch ganz gut, ne? Bis auf die Kopfverdeckung. Die finde ich nicht so pralle. Da nehmen wir dann das andere Hütchen. So. Aber wo wir gerade hier sind. Holen wir uns eben die Pflanze.
Aber ich denke, das versteht ihr, ne? Den konnte ich mir nicht durch die Lappen gehen lassen, hier den. Irgendwas wieder da. Und wie ihr seht, war der mir noch nicht begegnet. Aber ich bin ja auch nie in der Gegend, ne? Da höre ich doch schon klimpern. Da ist das Pflänzchen. Und dann gucken wir mal eben. Damit haben wir 7 Sachen erledigt. Naturkundler sind wir fertig. Ja, Schwarzgebrannten könnten wir jetzt gleich gucken. Sammler. Ja, das wäre es gewesen. Oder hier 200 Tacken verdienen. Dann gucken wir mal eben, ob wir da was wegfahren können. So. Ist der Schwarz, ist die Schwarzbrennerei weg. War richtig, na genau. 2 Sachen brauchen wir noch. Naturkundler ist nicht mehr. Ja, dafür müsste sie nur da sein. Ne? So. Und klar, hätte ich die da alle jetzt gelootet, hätte ich vielleicht Glück haben können. Aber bevor mir da so ein schicker Mantel durch die Lappen geht. Nee. So. Nö. Wir haben keinen bevorzugten Käufer. Ja dann. Nicht. Also ich verschenke es heute nicht. Auf gar keinen Fall. Aha, da unten haben wir eine Straßensperre. Dann versuchen wir es doch einfach erneut. Aber jetzt wienern wir vorher mal die Knarren. Die geht nochmal. Einfach mal drüber reiten, hier hilft auch. Kann man sich schon mal mit anflicken. Dann hoffen wir mal. Tja. Bis jetzt sieht's mau aus.
Schade, schade. Tja, nun gut, dann ist das so. Tja, ich wollte eigentlich ein Lager aufschlagen. Er macht's auch, das ist lieb von ihm. Dann schauen wir mal. War der hier auch mal fertig? Nee. Ach, wisst ihr was? Es ist Freitag. Wir müssen auch nicht alles machen im Leben, oder? Wir streicheln das Hündchen. Ihr wisst ja, was die Aufgaben sind. Ob ich die jetzt erledigt habe oder auch nicht, da spielt ja am Ende gar keine Rolle. So, ich hoffe, euch gefällt der Mantel. So, das war der zweite und kommt auch letzte Teil am Freitag. Wir gucken nochmal eben drüber. Also, das Tierchen fangen. Da reitet man einfach noch ein bisschen in der Ecke rum, wo wir vorhin schon waren. Verschiedene Fische angeln. Nee. Und ja, hier könnte man jetzt auch nochmal. Muss man aber nicht. Ja, Geld durch Handel verdienen. Dafür müsste da aber was fertig sein. Und hier noch ein, da könnte man jetzt einfach ein paar Leute sauer machen. Tja, tanzen könnte man auch noch, aber das dauert doch alles viel zu lange. Wir machen Schluss. Ihr wisst, wie es geht. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da, macht euch noch einen schönen Freitag und vor allem ein schönes Wochenende morgen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Father and Son. Play for fun.